Hi, ich bin Tom. Herzlich willkommen bei Jonglierversand. In diesem Video zeige ich euch unseren LED-Kontakt-Jonglageball. Das ist er. Das Wichtigste vorneweg, beim Kontakt-Jonglageball ist es extrem wichtig, dass die Gewichtsverteilung so ist, dass der Ball perfekt ausbalanciert ist und keine Seite oder ein Teil schwerer ist als ein anderes. Klar, der Ball muss ja gerade rollen und ihr wollt ihn gut kontrollieren können, wenn ihr ihn über die Arme oder den Körper bewegt. Bei diesem LED-Ball wurde das tatsächlich sehr gut geschafft, durch die kluge Verteilung von LED-Modul und Batterien rund um den Ball, so dass der Ball an allen Seiten gleich viel wiegt, also perfekt ausbalanciert ist. Der Ball ist 95 mm groß ungefähr und 370 Gramm plus minus schwer. Das LED-Modul sitzt hier unter diesem Knopf. Ich zeige euch das mal. Hier könnt ihr das kleine Stück rausholen. Und darunter seht ihr dann das LED-Modul. Erstmal hier den Micro-USB-Anschluss, um das Ding wieder aufzuladen. Und dann hier den kleinen schwarzen Knopf da unten. Damit wird der Ball bedient. Lange gedrückt halten, um ihn einzuschalten. Da kommt man zuerst in den Zustand, wo alle Farben nacheinander durchgewechselt werden. Nochmal drücken. Ups. Dann gibt es hier so einen stroboskopartigen, sehr schnellen Farbübergang. Nochmal drücken. Dann gibt es hier so einen langsamen Farbverlauf. Und dann könnt ihr noch die einzelnen Farben als statische Farben durchklicken. Rot, grün, blau, gelb, hellblau, rosa, orange und weiß. Und dann geht es wieder von vorne los. Zum Ausschalten des Balls wieder lang den Knopf gedrückt halten. Und zwar so lange, bis der Ball einmal kurz rot geblitzt hat. Und hier das Knöpfchen wieder drauf. Und das war's auch. Das ist unser LED-Kontakt-Jonglageball.